Ja, willkommen meine Freunde zu einer neuen Folge WWE Supercard und ja, schön, dass ihr dabei seid. Gucken wir mal, was passiert ist. Also zum einen, heute kriegen wir mal unsere Letter-Belohnung, 75k habe ich gerade vorhin gemacht. Das heißt, da gibt es eine Belohnung auf unserer Stufe, was sehr, sehr nice ist. Eine männliche Belohnung von meinen Karten. Hat sich auch was getan. Ich hatte einen Board-Pull. Genau, also hier seht ihr schon Ultimate Warrior, da bin ich schon durch mit. Das wollte ich eigentlich eher jetzt gleich erzählen. Genau, ich habe Jericho vom Board gezogen und Pete Dunne aus einem TBG-Belohnungspack. Und ja, sonst gab es hier zumindest nichts Neues von meinem Deck. Springen wir mal schnell dahin. Road to Glory. Machen wir automatisch füllen. Also das ist mein bestmögliches Deck. Letztes Mal hatte ich mir in der RD den Rusev geholt und nächstes Mal möchte ich mir auch in der RD den Miss holen, weil ich hoffe tatsächlich, dass ich ihn noch kriegen kann. Ist noch lang genug Zeit und ist noch ein bisschen Weg vor mir im 1 bzw. 2 Punkte Modus, aber gucken wir gleich mal rein. So, Road to Glory, da wollen wir reingucken. Ich bin echt weit mit 10 Punktekämpfen durchgekommen und habe jetzt dann gestern die Werbung durchgeballert und war schon, hatte schon ein paar Spielchen davor gemacht. Also das heißt, ich bin eigentlich bis Ultimate Warrior mit 10 Punktekämpfen durchgekommen mit meinem Deck, was mich sehr fasziniert hat, aber ich bin letztes Mal schon gut durchgekommen. Vorteil an meinem Deck ist halt, ist ausgeglichen. Jetzt Miss habe ich bis hier mit 6 Punktekämpfen gemacht, aber jetzt habe ich auch schon bei den 6 Punktekämpfen Titan und teilweise Titan Plus Gegner, da habe ich keine Chance und darum muss ich ab jetzt noch 120 Punkte, das sind nur 60 Spiele, was ich richtig cool finde, eben 2-Punkte-Modus machen. Wir können ja mal einen jetzt zusammen machen. Und dann machen wir die Belohnung auf. Und das heißt, hier RTG ist die Eventkarte drinne. Und dadurch, dass ich ja auch nur das halbe Wochenende zur Verfügung hatte, freue ich mich tatsächlich auch schon auf die nächste RTG, weil ich dann ja vielleicht mal gucken kann, wie weit ich bei der zweiten Karte komme. So, Tag Team. Ja. Ja, aber hier seht ihr, hier kommen schon die Titan-Karten. Ist die Frage, ob ich jetzt auch hier auf ein komplett grünes Deck wechseln sollte. Also sobald man in einen Punkte-Modus kommt, macht es meist Sinn, in ein grünes, also ein ungewöhnliches Deck zu wechseln. 2 gute Verstärker rein und dann damit zu spielen, weil durch die halt in verschiedenen Modis, durch das niedrige Deck mit den großen Unterstützern kommt man einfach besser durch. Ich hoffe jetzt auch, dass wir das Ding hier irgendwie gewinnen. Auf meinen ersten Titan Pro warte ich noch. Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt in der RTG der zweite Titan in der zweiten Runde ist. Ist für mich überhaupt nicht mehr machbar, aber es hätte mich mal interessiert. Okay. Weil, wenn es natürlich ein Pro gewesen wäre, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Darum, nee, eigentlich will ich es nicht wissen. Ja, ich überlege gerade, ob sonst was war. Also, ich konnte recht wenig da halt jetzt machen, das Wochenende. Darum, heute ist ja Sonntag. Ich nehme das Video jetzt, keine Ahnung, vormittags auf. Ob es heute tatsächlich noch einen Stream gibt, weiß ich nicht. Wie gesagt, Wandern, Nachtwanderung, Feiern war auch dabei. Und darum weiß ich nicht, ob ich noch die... wie viel Titan Pros hat er denn? Der ist ein 2-Punkte-Gegner. Einzelhärte, Strowman, ja. Darum weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall am Dienstag schmeiße ich den Stream wieder an. Und dann bin ich aber jetzt die nächsten Wochenende wieder da und nur mit Umzug beschäftigt. Das heißt, sollte wieder mehr Luft sein. Ich hoffe, ihr habt auch gut gezogen. Es hat sehr lang gedauert, bis ich meinen Titan Pull hatte und ich hoffe, dass es jetzt nicht so lange dauert. Oh, und es gibt ja noch die Tagesbelohnung. Ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Und Titelkampf, den nehme ich noch lieber als alles andere momentan. Warten auf Netzwerk. So schnell wie das gerade ist, wird es wahrscheinlich gleich abschmieren. So, fertig. Wir gehen in die Belohnungen erstmal rein. Es gibt ja die Geschenke täglich. Ich habe leider das dritte Geschenk. Das war Gott sei Dank nur das Emoji. Oder wie die Dinger heißen. Battle Points. Ja, die nehme ich doch gern. 5000. Kann man nicht meckern. Ja, das war das eine Emoji. Da habe ich mich an dem Tag einfach nicht eingeloggt. Oder ich habe mich abends eingeloggt. Wollte noch irgendwie meine Battleground-Kämpfe machen. Fastlane? Aber auch nur ganz normale Karten. Verstärkt bis Titan. Hier AJ Styles würde ich natürlich nehmen. Ja, wie gesagt, das eine, das man umsonst gekriegt hat, das habe ich nicht bekommen, weil ich es nicht abgeholt habe. Was ich jetzt nicht weltbewegend schlimm finde, aber irgendwie schon ärgerlich, weil alles, was umsonst ist, will ich natürlich gern mitnehmen. Aber ich hatte einfach abends kein Akku, kein Ladegerät dabei und habe gedacht, oh, schnell noch irgendwie einloggen, und das Hotel WLAN war so grottig. Und dann habe ich noch ein, zwei Battleground-Kämpfe gemacht und dann war mein Akku all. Sehr, sehr schade, weil den Battleground haben wir auch ganz knapp verloren, aber wenn es halt leider nicht geht, geht's nicht. Was wollten wir denn machen? Die Letter-Belohnung, das Wichtigste, hätte ich beinahe vergessen. 75k, nee, stimmt gar nicht, 85k Spiele. Was ich tatsächlich, ich muss es nochmal sagen, CatDaddy, falls ihr jemals hier zuhören solltet, ich finde es echt grottig. Hätte ich mir einen neuen Account diese Season gemacht, hätte ich hier eine Titan gekriegt, hier eine Titan, oder halt Karte meiner Stufe, aber mir kommt ja recht schnell hoch, also alle 2.000, 3.000 Spiele und hier 70, 85 und jetzt 100k Spiele. Ja, gut. Belohnung einfordern. Ein männliche Titan, Leather-Belohnung. Was hätten wir gern? Irgendwas, was Brot, ein Cena, ein AJ Styles. Sind ein paar dabei. Mittlerweile ein paar Single Titans habe ich schon und darum hoffe ich jetzt einfach, drückt mir die Daumen. Ich drücke natürlich euch auch immer die Daumen und freue mich, egal was es wird, über einen Daumen hoch und ein nettes Kommentar. Und wir drücken einfach mal drauf. Oh, kein Pro, aber die niceste Karte in-game. Ja, ein Undertaker, den nehme ich natürlich immer auf jeder Stufe gern. Sehr schick. Kein Pro, aber sehr, sehr schick. Cool. Das war's, was mich tatsächlich echt freut. Undertaker aus der Leather-Belohnung. Ja, gucken wir nochmal in die Karten rein. Jericho hatte ich schon angefangen zu trainieren, genau. Jetzt hüpfe ich aber auf Undertaker weiter. Wir loggen ihn auch mal direkt. Ja, es sind jetzt mittlerweile schon ein paar Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Single Titan. Da kann doch irgendwann mal der nächste Pro fallen. Ich bin aufs Montags-Event, also aufs Team-Event gespannt. Vielleicht habe ich da ja Glück, dass ein... Aber wer sollte kommen? Ach so, haben sie ja schon gesagt. Uso oder Kofi war, glaube ich. Ich habe mich gar keine Zeit am Wochenende, echt ärgerlich. Ja, aber auf, warte mal, ein Road to Glory Match machen wir noch. Wobei ich ja eigentlich mein Deck umstellen wollte, aber wir kommen da doch irgendwie nochmal durch. Saga. Und dann gebe ich mal Gas und ihr werdet spätestens am Dienstag im Stream sehen, ob ich mir hier den Mist geholt habe. Ich hätte eigentlich echt mit einer Diva gerechnet. Einfach, wir sind wieder so gegen Ende der Season. Und da dachte ich, dass sie eine Diva machen, aber es waren natürlich schon Diven. Mein Mist gegen sein Mist pusht. Super. Tag Team. Wir connecten, das heißt, wir gewinnen auch. Das ist jetzt halt so an den Kämpfen wichtig, aber wie gesagt, ich mache gleich ein komplett grünes Deck rein, dass ich nur mit meinen Verstärkern spiele und dann ist das Ganze, denke ich, doch mal noch gemütlich drin zu holen. Einzel. Ja, die Frage, starten wir mit Bobby Roode und riskieren? Nee. Bobby Roode hat ganz knapp verloren. Jinder. Ah, wenn es andersrum gekommen wäre, hätten wir beide gewonnen. Seinen Diven connecten. Ich würde sagen, die Runde schaut gerade nicht so gut aus. Oh, 4 Titan-Karten. Und jetzt kommt wahrscheinlich 4-mal Single. Komm, Shinsuke. Ja, klar. Gegen Almas, Einzeltempo, AJ. Ne, die Runde wird nix. Leute, die Runde wird nix. 6-2. Okay. Er hat den einen Single Heroic Rusev. Wahrscheinlich die RD doppelt durchgesuchtet. Wir haben jetzt noch eine klitzekleine Chance. Okay, das... untrainierter Sami Zayn. Aber das Ding gewinnen wir, wenn wir das Diven-Match gewinnen. Haben wir tatsächlich eine Chance? Und haben wir nicht. So, Leute. Dann war's das für heute. Ich werde mein Deck ändern und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.